Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt den Class Thorion 1177 bis 1511 an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Modder Power aus dem Osten. Gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One. Findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann Radlader. Hier haben wir das gute Stück Class Thorion 1511, wie es hier drin steht. 136 PS Leistung, 205 Liter Diesel, 20 Liter Blue 40 km Max Speed, 180.000 glatten der Anschaffung, 9.180 im Leasing. Es gibt drei Config-Blöcke, Reifenhersteller, Reifenvariante und Motorausführung. Reifenvariante standardgemäß Trelleburg mit der Reifenvariante Standard. Dann gibt es einmal eine Zwillingsbereifung vorne, dann gibt es Breitreifen und wiederum Standard. Michelin gibt es nur Standard und dann sind wir auch schon wieder bei Trelleburg. Motorausführung Thorion 1177, 1410. 10, 1511 und das ist es gewesen. Ne? Also haben wir hier 136, 163 und 188 PS maximale Leistung. Anbaugeräte sind nicht mit dabei, könnt ihr die standardgemäßen aus dem LS nehmen oder modded. Solange es halt für ein Radlader ist, versteht sich. So, hier unten haben wir es dastehen, Class und dann hier in dem Falle 1511 Thorion mit dabei. Allerdings handelt es sich hierbei um die, na gut, ist im Endeffekt die höchste Ausführung, aber ich zeige es am besten gleich nochmal sicherheitshalber hier. Es ändert sich natürlich, ne? Je nachdem, was ihr für eine Motorausführung ihr habt, ändert sich hier hinten das Diegel auch. Das bleibt halt starr, ist klar, aber das hier hinten ändert sich. Jo, das sieht soweit auch ganz gut aus. Hier gibt es kleinere Unschärfe, aber ansonsten geht's. Wir haben Trelleburg 620-75R26. Hinten sowie vorne hier mit dabei. Anschluss für die Anbaugeräte für den Radlader sollte klar sein. Vorne hier Glas mit dabei, Arbeitsleuchten, Fahrtleuchten, Blinker. Wir haben überall Kollision. Wir haben hier einmal eine Rundumleuchte mit dabei. Hinten im Heckbereich, dann hier nochmal Glas auf der gegenüberliegenden Seite. Hier hinten Glas auch nochmal mit dabei. Theoretisch eine Möglichkeit, einen Drehschimmel mit dran zu hängen. Bremslichter, Blinker, Rückwärtsleuchten, auch da alles mit dabei. Hier die gegenüberliegenden Seite auch alles gleich. Die Warntafeln und das Typenschild hier sind soweit eigentlich auch recht knackig. Das Einzige, wo es halt hier unten ein bisschen ist. Aber ansonsten hier, wenn man es hier noch so ein bisschen sieht, aber das müssen wir dann noch sehen wollen, wohl bemerkt. Ne? Also von daher fällt eigentlich gar nicht ins Auge. Der Innenbereich, jo, wir haben Lenkrad, ne? Da steht Glas mit drauf in dem Falle. Ne? Passt soweit auch, wir haben links, rechts Spiegel, inklusive ein Rückspiegel, die sind soweit auch alle in ihrer Form. Ne? Ansonsten Sitz hier, ne? Boxen, Lautsprecher, Bildschirme noch mit dazu, der hat auch eine Funktion, kommen wir dann später mit dazu. Ne? Das geht alles. Es wirkt ein bisschen dunkel hier rechts, da wo eigentlich Knöpfe sein sollen, oder wo auch Knöpfe so ein bisschen angedeutet sind, sind ein bisschen dunkel gehalten. Ansonsten von den Texturen her, wie gesagt, bis auf kleinere Unschärfen, ist das eigentlich alles IO. Ja, würde ich mal sagen, hören wir uns den Sound an. Jo, Sound hört sich soweit gut an, beziehungsweise ist uns ja bekannt. Aber von daher passt das, ist jetzt auch nicht unpassend, also von daher alles schicki. Thema Funktionalität. Ihr seht, die eine Hand ist am Lenkrad, die andere Hand am Joystick. Mit dem Beinchen, ja, da wird leider nicht so richtig gearbeitet. Ne? Es ist alles ein bisschen verspachtelt hier. Ihr seht zwar, da tut sich was, aber hier so, zack, es geht ein bisschen vor. Wenn man das hier in-game ansieht, sieht man, also was ist in-game, also in der In-Perspektive, ihr seht das Ganze. Wir hatten hier die Pedalen aber auch nicht weiter großartig gedrückt. Wir können da gerne mal ein bisschen näher hier noch mit ranzoomen. Ne, also ihr seht, da tut sich ein bisschen was. Ne, aber so, also ein bisschen, also ich würde es mit dazu zählen wollen, auch wenn die Pedalen selber innen nicht wirklich animiert sind. Ihr seht, der rutscht da einfach nur ein bisschen drüber. Ne, hier sieht man das ein bisschen deutlicher. Mit dem linken Fuß tut sich gar nichts. Wie gesagt, Lenkrad hat sie in der Hand. Ne, aber sie slidet da, also sie slidet da ein bisschen mit, seht ihr das? Ne? Ansonsten der Joystick selber ist aber vollständig animiert, wenn ich das Ganze hier hin und her bewege. Also das funktioniert soweit. Gut, resetten wir einmal hier unsere Sicht der Dinge. Gehen wir wieder hier rein. Der Monitor hier oben ist jetzt angegangen, das habt ihr gesehen. Da kann man auch die kmh-Anzahl anhand der grünen Linie ablesen. Ihr seht, wir sind jetzt hier laut grünen Linie ungefähr bei 20. Jetzt sind wir hier im LS-Tacho-Bereich so bei 20. Es ist immer so leicht drüber, so Mitte 20, aber da kann man sich ungefähr ein bisschen dran orientieren,
wie wo was ist. Ne, wir gehen noch mal ein bisschen näher ran, dass man das Ganze hier auch sieht. Ne? Also das ist damit animiert. Man kann sich da grob dran orientieren. Ne? Wir werden jetzt hier offiziell bei 30, sind so, naja, bei 28. Jetzt sind wir so bei 30. Ne? Also sobald wir erreicht haben, zack, geht er ins weiter. Was dann theoretisch gesehen 35 ist. Die Arbeitsstunden und Co., die funktionieren natürlich nicht. Das ist reine Deko. Aber ja, das funktioniert, beziehungsweise da kann man sich orientieren. Spiegel funktionieren soweit auch. Kein Grauschleierfehler, gar nichts. Mit Spiegelmod könnt ihr das noch ein bisschen separater einstellen, wenn ihr das möchtet. Alles kein Problem. Blinkergeklicke hört ihr in dem Falle. Ich hier gehen wir einmal in die Nacht mit rein. Seht ihr allerdings, haben wir jetzt hier nichts auf dem Tacho oder irgendwo mit dabei, wo es hätte angezeigt werden können. Ist im Außenbereich aber mit vorhanden. Einmal vorne, einmal hinten. Reflektiert soweit auch. Das gleiche gilt auch hier für die Rundumleuchte. Ansonsten normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht, vorderes Arbeitslicht könnt ihr separat mit Ampel 5 und Ampel 6 aktivieren und deaktivieren. Hupe hört sich soweit auch gut an. Gibt es Spielereien? Ja, beide Maustasten gedrückt halten. Nach links und rechts könnt ihr hier noch die Fahrertür öffnen und schließen. Hat nachts aber auch nicht den Effekt, dass hier drinnen eine Beleuchtung stattfindet. Ne, könnt ihr lediglich öffnen und schließen. So, das Ganze kurz in der Praxis getestet. Habe ich hier schon mal was vorbereitet. Ihr seht die Maxi-Schaufeln. Das klappt halt ohne Probleme. Hauen wir jetzt einfach mal hier auf den Boden ein bisschen Weizen hin. Ne, könnt ihr dann stinknormal anschließen. Ihr seht, da klitscht hier nichts rum. Das passt alles, alles halt kompatibel. Es muss halt alles für einen Radlader sein. Ne, könnt ihr dann hier aufnehmen. Ihr seht jetzt, die 3000 Liter machen der Maschine jetzt natürlich auch nichts aus. Ne? Und könnt ihr dann halt irgendwo anders wieder hinkippen, wo es euch beliebt ist. Simple, einfache, schöne Sache. Lübt. Jo, Thema Lok. Seht ihr hier, ist sauber, könnt ihr euch also, was das angeht, auch bedenkenlos mit downloaden. Ne, dass ihr den Arm mit den Maustasten steuert, ne, das sollte selbsterklärend sein, ne? Ist klar. Nun, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.